Es geht weiter mit den kleinen Tutorial-Videos zu Aeon Timeline 3 und heute beschäftigen wir uns mit Narrative View. Ich habe in der Einführung ja schon mal erläutert, dass es jetzt also auch die Möglichkeit gibt, eine Erzählreihenfolge unabhängig von der tatsächlichen chronologischen Reihenfolge festzulegen. Und auf diese Weise kann man auch festlegen, welche Szenen überhaupt tatsächlich als geschriebene Szenen in meinem Manuskript erscheinen und welche vielleicht nur Hintergrundinformationen sind. Das Ganze dient auch dazu, die Timeline mit meinem Schreibprogramm zu synchronisieren, wenn ich das wünsche. Also, wie erwähnt, Scrivener und Ulysses können beide mit Aeon synchronisiert werden. Das heißt, wenn ich dort einen Ordner mit Szenen oder Kapiteln habe, dann lässt sich dieser Ordner auch in Aeon abbilden und umgekehrt. Ich beginne mal damit jetzt. Ich habe hier wieder das Beispielprojekt, was wir letztes Mal angelegt haben. Und ich werde einfach erstmal noch ein paar zusätzliche Szenen und einen Kommissar und ein paar Szenen anlegen, damit wir ein bisschen mehr haben, um damit zu arbeiten. Sonst macht das nicht so viel Sinn. Und dann zeige ich euch, wie man einen Narrative, also eine Narrative Folder, einen Ordner für den Erzählstrang anlegt. Gut, ich habe jetzt einfach nochmal ein paar kleine Events eingelegt und würde jetzt erstmal diese Events nochmal zeitlich zuordnen. Ich habe jetzt hier oben also nochmal einen Split View eröffnet. Jetzt ist das hier blau leuchtend, das heißt, das ist jetzt das aktive Fenster. Da mache ich mir die Timeline raus und ich ändere jetzt hier nochmal ein bisschen die Zoom-Stufe. Ihr seht gleich, warum. Jetzt haben wir hier so eine Stufe, wo wir den Sonntag, Montag, Dienstag sehen. Ich brauche es jetzt nicht so genau. Das heißt, ich kann jetzt sagen, der Mr. Smith wurde ja hier abends erstochen. Und dann kann ich sagen, dieses Event, der Kommissar trifft ein, ist am nächsten Morgen um 9.50 Uhr. Jetzt ist es auf 9.55 Uhr gerutscht, aber ist erstmal egal, ja. Und dann macht er danach erstmal die Spurensuche. Kann ich hier sagen, das dauert etwas länger. Das dauert 3 Stunden. Und dann wird der Gärtner befragt. Die Spurensuche geht jetzt schon bis 8 Uhr Abend. Also jetzt sagen wir mal, die Befragung ist dann erst am nächsten Morgen. Schläft aus, der Kommissar. Die wohnen ja dann aber auch in den Landhäusern, ne, und werden da bewirtet in diesen Krimis. Der Gärtner wird befragt, dann wird Mrs. Hunter befragt. Nach dem Mittagessen könnte man auch ein Event anlegen, Mittagessen. Und dann überführt er den Täter abends, spätabends am Kamin. So. Das heißt, jetzt haben wir hier erstmal unsere Ereignisse in der Reihenfolge, wie sie tatsächlich geschehen. Und jetzt können wir sagen, wir wollen das Ganze, ich mache jetzt hier erstmal wieder das Split View raus, so, damit wir mehr Platz haben. Und jetzt können wir sagen, wir wollen eine Reihenfolge festlegen, in der diese Ereignisse erzählt werden. Und die ist nicht identisch mit der tatsächlichen chronologischen Reihenfolge, sonst würde der Mord nämlich als erstes kommen. Und wenn wir den schon gesehen haben, können wir den Krimi eigentlich vergessen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal einen leeren Schirm. Hier rechts sieht man immer noch den vom zuletzt angefügten Ereignis, den Inspektor. Das können wir jetzt ignorieren, wenn ich hier reingehe. So, jetzt ist das leer. Also, ich gehe jetzt an
erstmal als erstes überhaupt eine Narrative Folder, also einen Ordner. Ich habe den Ordner angelegt, den ersten, fürs erste Kapitel. Hier kann ich jetzt aussuchen. Da hat jetzt automatisch das als Part bezeichnet. Also das heißt, ich habe jetzt hier, und das ist auch wieder was in den Einstellungen gewählt wird, nach welcher Art dieser Ordner überhaupt gegliedert wird. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Ich gehe hier auf Einstellungen, ist es hier? Ja. Einstellungen, Narrative. Und jetzt kann ich hier entscheiden, welches System ich überhaupt will. Ja, also wir haben jetzt ja hier das Template für Fiction Writing. Das heißt, da gehen sie davon aus, dass man ein Buch schreibt oder so. Und da gibt es also für jeden Ordner irgendwie eine eigene Nummerierung, wie man eben zum Beispiel hätte Kapitel 1, Kapitel 2. Ja. Andere Variante wäre Outline-Style, wo man eben 1.1.1 oder so hat, ja, wenn man jetzt eher zum Beispiel einen Sachtext schreibt oder etwas, eine Gliederung braucht. Wir gehen wieder zurück auf das und können jetzt hier festlegen, was wir brauchen. Wir brauchen zum Beispiel in unserem Fall nicht Part, weil wir kein Buch in mehrere Teile gliedern wollen, sondern einfach nur Kapitel. Das heißt, der Ordner wird automatisch Kapitel heißen und da drin kann ich eine Szene anlegen. Passage, weiß ich nicht, wofür man das braucht. Wählen wir mal ab. Ja? Ich könnte natürlich auch sagen, ich will Rückblicke gesondert benennen können. Machen wir das ruhig mal. Die Zeugen werden ihre Rückblicke erzählen. Ja, das heißt, ihr seht hier schon, ich könnte den Ordner auch viel komplexer machen und sagen, wenn ich eine Serie zum Beispiel schreibe, habe ich einen Überordner für jedes Buch und da drin vielleicht Unterordner für verschiedene Abschnitte und dann in jedem wieder Unterordner für Kapitel. Ja, wir machen es jetzt aber einfach und machen einfach nur Kapitel mit Szenen und Rückblicken drin. So. Und wir machen es jetzt nochmal einfach und sagen, das Buch hat einfach nur zwei Kapitel. Wir haben ja nicht so viele Ereignisse. Machen also noch eine Folder, die heißt jetzt automatisch Chapter 2. Jetzt kann ich wieder mein Split View wählen. Nehme hier für mein Spreadsheet oder Timeline. Na, nehmen wir Timeline. Dem seht ihr jetzt mal wieder ein bisschen andere Zoom-Stufe, damit wir das besser sehen können. Nano, also noch viel besser zoomen. So. Und jetzt sagen wir, das ganze Buch beginnt ganz klassisch damit, dass der Kommissar eintritt. Ich nehme mir das und ziehe das hier rein. Das ist die erste Szene im ersten Kapitel. Und dann macht er erstmal seine Spurensuche. Und dann befragt er den Gärtner. Und dann sieht man, oder erfahren wir die Aussage des Gärtners. Der erzählt uns nämlich in einem Rückblick, dass er das Gartenhaus zugeschlossen hat. Ups, so. Pass mal auf. Das hier ist alles Scene. Und jetzt können wir hier in den Inspektor gehen und sagen, Section Type soll nicht automatisch zugeordnet werden, sondern da wollen wir wählen, dass das ein Rückblick sein soll. So, damit hört das erste Kapitel auf. Das zweite Kapitel fängt damit an,
dass Mrs. Hunter befragt wird. Und Mrs. Hunter gibt auch einen Rückblick. Die hat nämlich gesehen, dass die Haushälterin das Zimmer verlässt. Das ist dann wieder Rückblick. Und dann kommt die Überführung, weil der Kommissar anhand dieser Zeugenaussagen den Täter identifiziert hat. So, das heißt, ihr seht jetzt, wir haben Szenen in einer Reihenfolge, die nicht der chronologischen Reihenfolge entspricht. Wir haben Szenen wie die Entwendung der Hake aus dem Gartenhaus oder das Erstechen selbst, die in dem Buch gar nicht aktiv beschrieben werden, die aber trotzdem für uns hier als Autor sichtbar sind, damit wir nachgucken können, wann war das nochmal. Und wir haben eine Gliederung in Kapitel und Szenen. Und wir können natürlich jetzt hier wieder dieses Ereignis ganz normal uns anzeigen lassen und gucken, wann das war. Wir können in die Inspektor gehen und Dinge ändern, eine Zusammenfassung schreiben und so weiter. Das heißt, wir können auf diese Ereignisse auch im Ordner, im narrativen Ordner genauso zugreifen wie an der anderen Stelle. Wenn ich jetzt das Ganze mit Scrivener synchronisieren würde, hätte ich in meinem Binder links in Scrivener meinen Manuskriptordner und da drin hätte ich mehrere, also in diesem Fall zwei Ordner mit Kapiteln und darin hätte ich die Szenen und könnte hingehen und anfangen, die Szenen zu schreiben und dann würde der Text halt da reinkommen und ich hätte die schon in der Reihenfolge, wie ich sie haben will. Und kann immer noch Szenen, die nicht als Text im Buch vorkommen, trotzdem in meiner Eon Timeline, um den Übersicht zu behalten, mir hier anzeigen lassen. Das ist Narrative View. Ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge, die es dazu zu sagen gibt. Im nächsten Video geht es dann um die Mindmap.